Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Gesundheit an erster Stelle, Reichtum, Ruhm, was auch immer sonst ihr euch wünscht. Ja, ich war ein bisschen im Urlaub, so 2 Wochen, in den Bergen, Hund ausführen. Und ich bin seit einer Woche wieder zurück, aber die Woche war ja, so ein Berg Arbeit, weil es bleibt halt immer trotzdem viel liegen, wenn ich weg bin. Aber jetzt bin ich wieder da. Und es geht weiter, allerdings noch nicht mit dem Laubfrosch. Ich wollte mal was dazwischen schieben. Ich wollte mal was machen, was ich schon ja, seit Jahren im Prinzip versprochen habe und worum ich immer wieder gebeten worden bin, wenn es irgendwie ums Getriebe ging. Nämlich Schalten ohne Kupplung. Was passiert beim Schalten ohne Kupplung? Warum und unter welchen Umständen ist es gefährlich oder ungefährlich? Und überhaupt, wie sieht das im Getriebe aus, wenn man schaltet? Und ja. Wenn man ohne Kupplung schaltet, was kann passieren? Darum geht es in diesem Video. Willkommen in 2023, willkommen bei Sams Channel und los geht's. Grundsätzliche Funktionsweise eines Getriebes sollten allen, die meine Videos kennen, ja soweit bekannt sein. Wir haben hier die Getriebeeingangswelle, hier sitzt die Kupplung drauf, das heißt, hier treibt der Motor an. Hier sitzt das Antriebsritzel, hier geht die Kette zum Hinterrad. Und dazwischen gibt es Zahnradpaare, und zwar genau so viel Zahnradpaare, wie es Gänge gibt. Man nennt das auch sequentielles Getriebe, weil man kann die Gänge nur nacheinander schalten. Man kann nicht vom ersten in den dritten oder in den fünften oder wie beim Auto beliebig wechseln, sondern es geht der Reihe nach. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bis zu 6 ist üblich und wieder zurück, und zwar in der entsprechenden Reihenfolge. Ja, wir sehen, alle Zahnräder sind generell im Eingriff. Immer. Und die Gänge werden geschaltet über Schaltgabeln, die an dieser Stelle sitzt. Und an dieser Stelle, und hier kann auch noch eine sitzen. Und man nennt diese Räder, die verschiebbar sind, Schieberäder. Und die Räder, die lose laufen, ohne mit der Welle verkoppelt zu sein, nennt man Losräder. Ja. Also, wir haben drei Schaltgabeln und jede Schaltgabel kann zwei Positionen einnehmen, außer dem Leerlauf in der Mitte jetzt, den nehme ich mal aus, nämlich rechts und links von hier aus gesehen. Oder so rechts und so ist links von euch aus gesehen. Ja, und das geht dreimal, das heißt, dreimal zwei sind sechs Gänge, das heißt, mit diesem Funktionsprinzip könnte man sechs Gänge schalten, wird üblicherweise auch gemacht. Hier dieses Getriebe ist nur ein Fünfganggetriebe, also ist eins im Prinzip unbelegt, sagen wir es mal so. Die Schieberäder sind in der Regel drehfest mit den Wellen verbunden und wir sind jetzt im Leerlauf. Und weil wir jetzt im Leerlauf sind und ich hier an der Eingangswelle drehe und die Eingangswelle hier ein Schieberad hat, was drehfest mit der Welle verbunden ist, dreht sich dieses Schieberad jetzt mit und darauf konzentrieren wir uns jetzt mal. Und der Schaltvorgang passiert einfach dadurch, dass zum Beispiel dieses Schieberad jetzt von der Schaltgabel, das ist dieses Instrument, hier in diese Richtung geschaltet wird. Das heißt, die Welle treibt das Schieberad an. Das war ja eben schon so. Auch im Leerlauf hat die Welle ja das Schieberad angetrieben. Und da das jetzt hier verbunden ist über diese Schaltklauen, treibt die Welle über diese Schaltklauenverbindung dieses Rad an, das überträgt auf dieses Rad. Und da das ja auch wieder ein Schieberad ist, was drehfest mit der Welle verbunden ist, dreht sich die Ausgangswelle mit und wir haben den Gang eingelegt. Die Schaltgabel, das kurz zur Erinnerung, wird über Spuren in der Schaltwalze bewegt, und zwar zur Seite. Rechts, links, je nachdem, wie die Spur halt gerade gefräst ist. Die hat also eine Kontur und dieser Kontur folgt die Schaltgabel und damit folgt dieser Bewegung auch das Schieberad. Wir sind jetzt also im Leerlaufen, wollen einen Gang einlegen und da haben wir schon das erste Problem. Es geht nicht. Es geht deshalb nicht, weil an dieser Stelle die Schaltklauen stirnflächig aufeinandertreffen. Deshalb sind Motorradgetriebe oder sequentielle Getriebe dieser Art generell im Stand nicht schaltbar, weil durch Zufall kann das jetzt so stehen, dass das voll frei beweglich ist und hier zwischen den Klauen einrasten kann.
Der Gang wird also eingelegt durch Zufall, kann es aber genau so stehen und der Gang geht nicht rein. Deshalb muss entweder der Motor stehen oder der Fahrer muss das Hinterrad bewegen, ein bisschen hin und her füßeln, damit das da einrasten kann. Und wenn es mal eingerastet ist, dann ist der Gang eingelegt. Kann also sein, dass das im Stand nicht geht, weil es halt gerade nicht dazwischen passt. Aber im Wesentlichen läuft ja der Motor, die Eingangswelle wird auch über die gezogene Kupplung im Wesentlichen ein bisschen mitbewegt und dann passt das irgendwann und ein Gang ist drin. Das ist jetzt nicht der erste, das ist jetzt nur der, den ich hier am besten zeigen kann. Und jetzt schaut euch bitte die Schaltklauen genau an, wie die aussehen hier an dieser Stelle. Die sind nämlich ein bisschen trapezförmig hinterschliffen. Das heißt, wenn diese Schaltklauen sich mal ineinander verkrallt haben, im eingeschalteten, also im eingelegten Gangzustand, dann wollen die nicht mehr auseinander. Dann ist das Drehmoment, was herrscht, so gerichtet, dass es dieses Teil noch weiter hier reinzieht oder auf jeden Fall sehr stark verhindert, dass das wieder rausrutscht. Zumindest solange diese Trapezform nicht durch Verschleiß zerstört wurde. Was sehr leicht passieren kann, in meinen anderen Videos zu sehen. Das Ganze sieht dann also ein bisschen so aus und die Schieberichtung wäre jetzt in diese Richtung. Das wäre jetzt der eingerastete Fall und die Kraftübertragung würde zwischen diesen beiden Flächen passieren. Das heißt, in Wirklichkeit berührt dann diese Fläche. Und die Drehmomentübertragung läuft quasi so im Kreis. Ich zeichne das mal mit dem Pfeil so. Und man kann sich vielleicht ganz gut vorstellen, wenn das Drehmoment dafür sorgt, dass das hier zu einem Anpressdruck kommt, dass das gleichzeitig aufgrund der schiefen Ebene zueinander zuwandern möchte. Und das ist das, was das Getriebe zusammenhält, beziehungsweise den Gang, die Gangräder zusammenhält, dass der Gang nicht rausspringt. Das heißt, je größer die Last bei so einem Getriebe ist, desto größer ist die Tendenz der Gänge zu bleiben, wo sie sind. Der Gang ist also eingerastet, der Motor zieht am Hinterrad. Diese beiden Flächen sind aneinander gepresst, wie ich es eben auf der Tafel gezeigt habe. Und dieses Schieberad hat ein starkes Bedürfnis, genau in diese Richtung, von euch aus gesehen, nach links eingezogen zu werden und entsprechend so verankert zu werden. Im Prinzip passiert sowas. Jetzt will ich in den nächsten Gang schalten. Und wenn ich das unter Last mache, muss ja sozusagen unter Last diese Kraft, die jetzt dieses Schieberad in diese Richtung zieht, sozusagen überwunden werden durch diesen Schaltwellenmechanismus oder diese schräge Spur auf der Schaltwalze. Die muss im Prinzip hier ganz fest ziehen an diesem Ding, um das hier zum Rausrutschen zu bringen, damit der nächste Gang eingelegt werden kann. Und das ist natürlich extrem schwierig. Das heißt, was tut der Fahrer? Er zieht die Kupplung und nimmt die Last aus dem System. Und wenn er die Last aus dem System rausnimmt, hört diese Flächenpressung auf und das Ganze geht viel leichter raus. So. Dafür ist die Kupplung da. Aber es geht ja hier ums Schalten ohne Kupplung. Beim Schalten ohne Kupplung muss man auch die Last rausnehmen, allerdings nicht mit der Kupplung, sondern indem man ganz kurz den Gashahn zumacht. Wenn man sich vorstellt, hier treibt der Motor das Ganze an und in dem Moment, wo ich den Gashahn zumache, wird die Ausgangswelle für einen kleinen Augenblick schneller als die Eingangswelle und in dem Moment passiert sowas. Es passiert ein Wechsel des Anschlages. Man kann das hier schön sehen, hier an den Klauen. Wenn ich das Gas wegnehme, gehe ich vom Zugbetrieb des Motors ganz kurz in den Schiebebetrieb über. Und in diesem ganz kurzen Moment passiert genau das, was ihr hier seht mit der Schaltklaue. In diesem kurzen Moment kann das kraftlos hier rausrutschen. Sollte es das nicht tun und ich bin schon im Schiebebetrieb und das Timing stimmt nicht und ich ziehe es trotzdem raus, geht das trotzdem ganz gut, weil der Schiebebetrieb natürlich keine 100 Newtonmeter überträgt, wie das der Motor mit seiner Kraft kann, sondern viel weniger. Das heißt, auch im Schiebebetrieb kriegt man das raus.
Aber es ist natürlich nicht gut. Am besten ist es natürlich, den Schaltvorgang auf den Moment zu legen, wo hier überhaupt keine Berührung stattfindet. Weil wenn Berührung stattfindet, entweder im Schiebebetrieb hier unten oder im Zugbetrieb hier oben, passiert ja irgendein Moment, wo das gerade noch eingerastet ist. Und das unter Last. Das heißt, diese Ecken hier sind extrem gefährdet, wenn das Ganze nicht funktioniert. Wenn man schaltet mit Kupplung, ist das kein Problem, dann ist die Last auf jeden Fall weg. Aber wenn man schaltet ohne Kupplung und den richtigen Zeitpunkt zum Zudrehen des Gasgriffs, nämlich hier diesen Zeitpunkt, wo das alles freiläuft, nicht erwischt, dann ruiniert man sich die Kanten hier. Die Zugkante ist die gefährdetste und die Schiebekante ist vielleicht nicht so gefährdet an der Stelle. Ja, und das ist der ganze Trick beim Schalten ohne Kupplung. Es ist nur eine Timingsache. Man muss einfach den richtigen Moment finden. Und wie macht man das in der Regel? In der Regel weiß der Fahrer ja, dass er den nächsten Gang einlegen will und er spannt mit seinem Fuß schon mal den Schalthebel leicht vor. Und in dem Moment, wo er schalten will, nimmt er ganz kurz Gas weg. In dem Moment springt der Gang um. Warum macht er das? Gerade in dem Moment? Ja, weil er es einfach hat. Weil sich das völlig frei bewegen lässt und nicht hier reingezogen wird. Und es gibt keine Berührung der Kanten, wenn das Timing stimmt und alles funktioniert ganz prima. So funktioniert Schalten ohne Kupplung. Und deshalb ist es eigentlich ungefährlich, wenn man das Timing richtig trifft. Aber wenn man das Timing nicht richtig trifft, ist es natürlich gefährlich, klar. Für die Ecken, aber auch für andere Dinge. Zum Beispiel, man könnte ja auf die Idee kommen und spannt seinen Fuß schon sehr lange vor. Also man zerrt ganz einfach an diesem Ding, weil man sich vielleicht nicht entscheiden kann zu schalten. Oder man fängt schon ein paar Sekunden vorher an und weiß, ja, da hinten muss ich irgendwann schalten. Ich spanne schon mal das vor. Die Klauen halten es ja ineinander. Und wenn ich dann den Gasstoß wegnehme oder das Gas wegnehme, dann rutscht das da raus. Das funktioniert zwar so, aber in dem Moment, wo ich das hier vorspanne, drückt die Schaltgabel mit ihren Flächen hier gegen das Material hier und reibt und reibt und reibt. Das ist nicht gut. Deshalb sollte man das wirklich nur in dem Moment machen, wo man wirklich schalten will. Nicht vorspannen, ein paar Sekunden warten, weiterfahren und gucken, ja, da hinten schalte ich irgendwann mal. Nein, erst in dem Moment, wo ich es wirklich brauche, vorspannen, zack, Gas weg und dann geht das. Das Verlassen des einen Gangs ist das eine, aber das Treffen des anderen Gangs ist das andere. Hier ist ein Beispiel, wo das genau passt, weil diese Schaltklaue passt zufällig genau in diese Lücke. Aber wenn man sich das hier betrachtet, wie das Ganze läuft, kann es auch durchaus sein, dass man eine Stellung erwischt, hier zum Beispiel, dass das nicht der Fall ist. Aber da alles in Bewegung ist, ist das einen kleinen Moment später der Fall. In der Regel spätestens, aller spätestens eine Umdrehung weiter. Aber das sollte möglichst halt auch noch ohne Last geschehen. Damit, wenn das hier eingerastet ist, nicht das schon wieder gegen den Anschlag hier kloppt. Deshalb lässt man, wenn man kuppelt, die Kupplung ein bisschen länger stehen. Und man sollte auch das Gas nicht sofort wieder anlegen, nachdem man das Gefühl hat, man hat geschaltet. Sonst haut man das möglicherweise ein bisschen zu fest hier rein. Beziehungsweise hier kommt es zu einem erhöhten Verschleiß beim Einlegen des Gangs. Das kann auch sein, ist aber eher nicht das Problem. Es gibt jedoch Schaltunterstützungen, die dieses Timing sehr genau machen. Es gibt die meisten Quickshifter, unterstützen einen dabei, dass die Gänge gut auseinandergehen. Es gibt aber auch welche, die achten darauf, dass das hier auch wirklich eingerastet ist, bevor sie die Leistung wieder anlegen. Diese Schaltassistenten oder Quickshifter genannt, machen nichts anderes als das Gas wegnehmen. Sie unterbrechen entweder die Einspritzung oder die Zündung. Bei Vergasermotorrädern kann man das auch nachrüsten. Da kann man allerdings nur die Zündung unterbrechen, logischerweise, weil die Einspritzung ist ja gar nicht vorhanden. Der Motor nimmt sich immer Benzin, wenn er braucht, aus dem Vergaser. Aber diese Quickshifter, die modernen Quickshifter, würde ich sagen, unterbrechen wahrscheinlich beides. Ansonsten würde ich dazu tendieren, eher die Benzinzufuhr zu unterbrechen als die Zündung, damit kein unverbranntes Benzin da im Zylinder verbleibt. Jetzt ist es so, dass Hochschalten sehr einfach geht. Zack.
weil nämlich durch das Gas wegnehmen die Motordrehzahl sinkt und die Solldrehzahl in einem höheren Gang liegt ja sowieso niedriger. Also das funktioniert ganz prima, weil die Zieldrehzahl im nächsten Gang auch dem Gas wegnehmen von der Motordrehzahl her entspricht. Gas wegnehmen bedeutet ja, der Motor wird langsamer, egal ob ich schalten will oder nicht. Wenn ich runterschalte, ist aber umgekehrt. Die Zieldrehzahl des Motors ist höher. Ich entlaste das System jedoch durch Gas wegnehmen. Das heißt, das Gas wegnehmen ist kontraproduktiv, weil die Motordrehzahl sollte ja eigentlich im Zielgang höher liegen. Das heißt, hier wäre ein Zwischengasstoß oder ein Drehzahlanpassungsgasstoß erforderlich. Und das kann man machen, tatsächlich, aber dazu braucht man noch extrem viel mehr Übung, wenn man das ohne Kupplung macht. Ich mache es meistens so, dass ich das Gas leicht stehen lasse, sodass die Last weg ist. Und sobald das hier ausgeklinkt hat, dreht der Motor automatisch ein bisschen höher, weil ich das Gas ja lastfrei stehen gelassen habe und die Zieldrehzahl ist ja höher. Und dann klappt das auch ganz prima. Ja, das ist der Trick, aber das ist echt schwierig. Ja, und diese Funktion des Runterschaltens kann man auch assistiert bekommen. Das nennt man dann Blibber. Das ist die Blibber-Funktion, aber da während dieser Blibber-Funktion, während des Runterschaltens im Prinzip ein bisschen Zwischengas gegeben werden sollte, damit das lastfrei und gut und verschleißfrei funktioniert, funktioniert das nur mit Motorrädern, die ein E-Gas haben, also die, wo das Motorsteuergerät ein bisschen Gas geben kann. Das heißt, die Drosselklappen ein bisschen stehen lassen oder sogar ein bisschen öffnen und die Einspritzung entsprechend so machen, dass die Motordrehzahl angepasst wird. Das geht über eine elektronische Regelung, nennt sich Blipper. Und bei Vergasermotorrädern oder generell bei Motorrädern, die also keinen elektronischen Gasgriff haben, kein E-Gas, wo die Drosselklappen also motorisch gesteuert werden, ist das ziemlich schwierig. Da kann man das automatisiert eigentlich nicht machen. Deshalb haben die älteren Motorräder in der Regel, wenn sie assistiertes Schalten haben, sprich Quickshifter, nur die Unterstützung des Gangwechsels nach oben, also hochschalten zum höheren Gang hin, aber nicht nach unten. Blipper-Funktion, also Schaltunterstützung in die niedrigeren Gänge. Das Runterschalten klappt in der Regel nur vernünftig gut bei ganz modernen Motorrädern mit elektronischem Gas. Das sind auch meistens die, die den Tempomaten haben. So, ich glaube, nun haben wir alles besprochen. Ich hoffe, es ist gut verstanden worden, es ist gut rübergekommen. Verbleibt mir nur noch, eigentlich wollte ich es am Anfang machen, aber da habe ich es tatsächlich wieder vergessen, Dankeschön zu sagen für die Spenden, die über Weihnachten kommen. Über Weihnachten kommt ja immer ein bisschen mehr als normalerweise. Vielen herzlichen Dank dafür. Die gemeint sind, wissen sicherlich Bescheid. Ich sage Tschüss, bis demnächst bei Zams Channel.